Hallo zusammen. Ich mache euch heute Bärlauchpesto, jedoch möchte ich euch vorher noch etwas dazu erklären. Bärlauch ist eine sehr stark nach Knoblauch riechende Pflanze. Wenn ihr sie pflücken geht, solltet ihr die Warnungen nicht einfach ignorieren. Immer wieder gibt es Verwechslungen der Bärlauchblätter mit Maiglöckchen oder der Herbstzeitlosen und der Konsum dieser Blätter kann zu schwerwiegenden Vergiftungen, sogar bis zum Tod führen. Wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, lasst lieber die Finger davon, holt euch Rat oder pflückt ihn zusammen mit jemand, der sich damit auskennt. Ich möchte euch nicht die Freude am Bärlauch nehmen, aber einfach etwas zur Vorsicht mahnen. Jetzt zum Rezept. Unser Pesto benötigen wir folgendes: 300 Gramm gewaschenen, gut abgetropften Bärlauch, 25 Gramm Parmesan, 25 Gramm Pinien- oder Sonnenblumenkerne, ich habe hier Sonnenblumenkerne, 250 Gramm Olivenöl, Salz und Pfeffer. Wir gehen wie folgt vor: Wir schneiden den Bärlauch zusammen. Und geben ihn in das Olivenöl. Dann nehmen wir einen Mixstab und mixen das Ganze durch. Pürierstab kurz herausnehmen. Wir geben die Kerne dazu, den Parmesan, die Gewürze, nicht zu viel Salz, der Parmesan ist auch gut gewürzt. Lieber noch einmal kurz probieren. Pfeffer dazu. Das Ganze mixen wir noch einmal kräftig durch. Das Schwierigste beim Pesto machen ist eigentlich das Mixen. Nun in Gläschen abfüllen. Und das könnt ihr jetzt mehrere Wochen im Kühlschrank aufbewahren. Es geht super zum Einfrieren und so habt ihr das ganze Jahr über frisches Bärlauchpesto. Ich wünsche euch nun gutes Gelingen beim Machen, viel Freude damit und gutes Gelingen. Bis zum nächsten Mal.